Ja, nachdem wir uns jetzt schon mit den Aufgaben von IP-Adressen und der Einteilung von IP-Adressen beschäftigt haben, schauen wir uns jetzt nochmal genauer den Aufbau von IP-Adressen an. Wir erinnern uns, im IP-Header finden wir sowohl die Sender- als auch die Quell-IP-Adresse mit jeweils 32-Bit-Länge. Wie aber genau setzen sich diese 32-Bit eigentlich zusammen? Nun, wenn wir eine IP-Version 4-Adresse nehmen, dann haben wir ja schon gesehen, als Beispiel die 172.16.14.193 sind also 4 Oktette. Und diese IP-Version 4-Adressen bestehen jeweils aus einem sogenannten Netzanteil und aus einem Hostanteil. Und bestimmt werden dieser Netz- und dieser Hostanteil durch die jeweils zugehörige Subnetzmaske. Also jede IP-Adresse muss eigentlich immer im Zusammenhang gesehen werden mit der ihr zugewiesenen Subnetzmaske. Und ähnlich wie eine IP-Version 4-Adresse besteht auch eine Subnetzmaske für IP-Version 4 aus 4 Oktetten, also jeweils 8 Bit pro Oktett, jeweils 32 Bit pro Subnetzmaske. Auch die werden von Punkten durch Punkte voneinander getrennt und auch die werden letzten Endes in dezimaler Schreibweise fürs bessere Verständnis dargestellt. Wenn wir also die 172.16.14.193 mal wieder als Beispiel nehmen, dann haben wir dazu auch eine Subnetzmaske zugehörig, die eben dafür sorgt, dass wir einen sogenannten Netzanteil in dieser IP-Adresse haben und einen Hostanteil in dieser IP-Adresse haben. Wo kommt das aber eigentlich her? Nun, damit wir überhaupt erstmal verstehen können, was da passiert, müssen wir unsere IP-Adresse in binärer Schreibweise uns anschauen. Und wenn wir wieder das beliebte Beispiel nehmen, dann sehen wir hier, wie diese IP-Adresse eigentlich binär aussehen würde. Und wenn wir jetzt diese Umrechnung vornehmen wollen von binär zu dezimal, dann machen wir das letzten Endes auf Basis der Wertigkeit der in diesen verschiedenen Oktets enthaltenen Bits. Also die Umrechnung, wie es hier unten in diesem Schema mal dargestellt ist, Schritt für Schritt, kann man jedes Mal vornehmen, um eben eine IP-Adresse von binär nach dezimal oder auch umgekehrt zu berechnen. Wenn wir jetzt parallel dazu nochmal unsere Subnetzmaske betrachten, dann sehen wir, dass jede IP-Adressklasse, also das, was wir in der ersten Session dieses Kapitels gesehen haben, dass jede IP-Adressklasse eine sogenannte Standard-Subnetzmaske besitzt. In Klasse A ist das die 255.0.0.0, in Klasse B ist das die 255.255.0.0 und in Klasse C eben die 255.255.255.0. Wenn wir uns zurückerinnern, wir haben schon gesehen, pro Adressklasse gibt es Unterschiede, wie groß das Netzwerk ist, wie viele Netzwerke dort gebildet werden können, wie viele Rechner pro Netzwerk enthalten sein können und genau das wird eben jeweils durch die Subnetzmaske bestimmt. Wichtig ist dabei für die Anzahl der zur Verfügung stehenden Rechneradressen die Anzahl der Nullen in der Subnetzmaske. Das kann man auch berechnen, soll heißen, wenn ich jetzt eine Standard-Subnetzmaske im Klasse B-Netz verwende, 172.16.14.193 ist wieder unser Ausgangspunkt, also eine Klasse B-Adresse mit einer Klasse B-Standard-Subnetzmaske. Dann habe ich dort 16 Nullen in dieser Subnetzmaske. Und genau diese 16 Nullen nehme ich einfach für die Berechnung der maximal verfügbaren Hosts. Ich rechne dafür 2 hoch die Anzahl der Nullen, also 2 hoch 16. Da kommt irgendwas über 65.500 bei raus. Und ich sehe aber auch schon auf der Folie, ich muss immer 2 wieder abziehen. Denn 2 Adressen sind pro Netzwerk immer fest reserviert. Das ist einmal die erste Adresse, das ist ja auch die Netzwerkadresse, die ist also immer fest vergeben. Und die letzte Adresse, das ist die Broadcast-Adresse, die darf ich auch nicht verwenden für einen Rechner. Auch die ist immer fest vergeben. Wie kommen jetzt aber eigentlich IP-Adresse und Subnetzmaske zueinander? Also die Einsen und Nullen meiner Subnetzmaske bestimmen letzten Endes den Hostanteil und den Netzanteil meiner IP-Adresse. Wir nehmen wieder unser Beispiel, unser Klasse B-Beispiel, welches wir inzwischen ja schon kennen. Und wenn ich mir jetzt mal die IP-Adresse und die Subnetzmaske untereinander schreibe, dann sehe ich schon, okay, die ersten 8 Bit in jedem der beiden ersten Oktette ist jeweils auf 1 in meiner Subnetzmaske, 255, 255. Und die letzten beiden Oktette stehen alle Bits auf 0, also 00, auch in dezimaler Schreibweise. Bei meiner IP-Adresse sieht das ein bisschen anders aus, aber wenn ich jetzt diese beiden Adressen mir untereinander anschaue, kann ich einen sogenannten Endvergleich vornehmen. Und wenn ich diesen logischen Endvergleich durchführe, also überall dort, wo zwei Einsen untereinander stehen, habe ich im Endeffekt auch eine 1, dann sehe ich schon, dass in den ersten beiden Oktetten, wenn ich das vergleiche von IP-Adresse und Subnetzmaske, jeweils nur dort eine 1 bei rauskommen kann, wo auch in meiner IP-Adresse eine 1 steht, also 172.16. In diesem Fall ist also 172.16 die ersten beiden Oktette und da ich in meiner Subnetzmaske in den beiden letzten Oktetten jeweils nur Nullen stehen habe, kann da auch nur 0 rauskommen.
Das bedeutet eben, dass ich in diesem Fall durch den logischen AND-Vergleich herausgefunden habe, dass eben meine Netzwerkadresse 172.16.0.0 ist. Und was genau das bedeutet und wofür ich das gebrauchen kann, das sehen wir in den folgenden Videos.